Hallo? Hallo, warte, oh. Ach, immer wenn ich anfange. Hallo und willkommen bei Let's Play Empire Total War. Wieder. Ich habe eine Weile gar nicht Let's Play. Das liegt eigentlich mehr oder weniger daran, bei zwei Gründe. Der erste Grund war, Preußen hat nicht besiegt, ein Scherz. Mein Renderprogramm hat Scheiße gebaut. Ich ärgere mich immer noch. ja, das erste war. Und das zweite war. Was war das zweite überhaupt? Das habe ich vergessen. Was war das zweite? Renderprogramm hat Scheiße. Ah ja, und. Ich habe aus dem Empire Total War gelöscht. Aber zum Glück den Speicherstand nicht. Ich habe mich sowas von riesig geärgert und dann noch riesig gefreut. Und ich habe eure Kommentare erhalten, wie zum Beispiel: Bikiniere sind voll Scheiße. Ja. Und, mach mal ein bisschen mehr Action. Ja, was mit den Action verstehe ich nicht ganz. Alle Agenten spielen. Aber okay. Ich muss mich mal wieder reinfinden. Ich muss erst gucken, mit welchem Krieg. Türkei, Barbaren, blablabla. Also Türkei zum Beispiel. So. Was ich schon mal voll scheiße finde, ist der. Ja. Also nichts gegen Türken, aber den habe ich was. Der ist böse. Habe ich Angst. Und der ist auch böse. Und der ist. Nein. Was ich jetzt eigentlich machen wollte, war hier ein paar Typis. Ups. Ein paar Typis ausbilden, weil ich habe gesehen, dass hier überhaupt gar keiner da ist. Und ich mach mal die Pikiniere weg. Scheiß auf Pikiniere. Russland und ein brennender ja. Und was hier? Hier ist die Pikiniere. Nein, hier sind keine Pikiniere. Gut, gut, gut. Genau, hier sind bestimmt hier wieder ein paar Pikiniere. Ja. Weg damit. Weg mit dem Dreck. So. Ich wette mit dir, hier sind auch noch ein paar Pikiniere. Weg mit dem. Oh, hier sind gar keine Pikiniere. Okay. Ich glaube, das war's, oder? Hier noch, glaube ich. Ja, yep, hier sind noch ein Pikiniere. Aber die lasse ich mal dort, weil. Oh, ich dachte schon, ich habe rechtsklick gemacht. ja. Ach, die haben ja auch Pikiniere. Ach, das ist Österreich. Das kann doch gar nicht sein. Wie? Das ist doch Preußen. Wo steht da Ungarn? Und dann Österreich. Das ist doch Österreich. Dieser Bastard hier, der hier rumsteht und will, dass ich den angreife. Hm. Ja, ja. Aber mal sehen. Politik, Minister. Oh na, was sehe ich denn da? Ich hoffe, das ändert sich. Bei Dings. Ein Minister. Minister, Minister. Mal gucken. Was haben die denn? Eigentlich sind die eigentlich alle ganz gut. Der richtig religiös. Jäger. Diebesjäger. Zufriedenheit. Jo. Dann machen wir eine nächste Runde. Mal schauen, was passiert. 1705 oder 4,5. Handelsabkommen, einmaliger Tribut. Jo. Klar. Ja, warte, wollten die. Habe ich jetzt den gegeben? Oder? Scheiß drauf. Hannover, Polen-Litauen. Angriff auf Verbündete. Welche Verbündete? Wer wird denn angegriffen? Preußen, Sachsen. Wer ist der Verbündete? Sachsen? Ablehnen, beenden, Bündnis. Den Krieg auf der Seite der Verbündeten. Angreifer Preußen. Verteidiger Sachsen.
Scheiße. Ja. Scheiß auf Preußen. Westpreußen, deren Forderung, deren... Nee, wenn ich das mache, dann, Dings. Was ist das denn? Ey. Hab ich dir schon genug Probleme mit den Türken? Ich hoffe mal, der Russland ist jetzt ein bisschen stärker. Weil letztes Mal hat Russland seine ganze Kolonie verloren. Hey, was denn hier los? Stadt... Wie? Okay. Habe ich jetzt mit Dings Krieg? Over? Das weiß ich gar nicht. Ah, verdammte Scheiße, ey. Eine Regierung, die ihr Mandat nicht zur Zufriedenheit der Wähler ausübt, wird die nächsten Wahlen wahrscheinlich verlieren. Ist dies der Fall, werden alle Minister durch neue Minister aus einer gegnerischen Partei ersetzt. Lol. Wahlen werden automatisch alle 4 Jahre abgehalten. Aber sie können jederzeit vom Ministertab in der Regierungsdetailsübersicht aus eine Wahl durchführen lassen. Schätzen Sie den relativen Wert der beiden Parteien ein und klicken Sie dann auf das Wahlen-Abhalten-Feld am unteren Rand der... Oh, meine Güte, ja. Ist ja gut. Ist ja gut. Ulane. Wir können ja die Deutschen mit sich selber verbinden. Mit sich selber. Dingsen. Oh, wer ist denn von dem besser? Polnisches Erbe. Gütiger Onkel. Karlköpfe GR. Politischer SR. Sieht gut aus. So, ich habe gesehen, dass Sachsen Probleme hat. Wo ist denn hier? Da. So. Sachsen hier. Wo ist Sachsen? Wo ist Sachsen? Ich will mal sehen, wo Sachsen ist. Da ist Sachsen. Ja, da komme ich aber eigentlich militärisch gar nicht hin. Okay, das wird jetzt ein bisschen ugly. Ich habe jetzt die Wahl. Entweder ich greife die da an oder ich beschütze Sachsen. Beides wäre verheerend. Wo habe ich hier überhaupt die Leute hingeschickt? Meine Güte, bin ich doof. Oh Mann, das wird bestimmt mein Ende, ey. Das Ende naht. Aber... Für Polen! Nein, ich bin kein Polen. Keine Angst. Oh, ein Scheiße, ich hab's hier. Ich muss ein paar Länder dazu erobern. Krim, 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 Krim. Scheiße, Mann. Mit Lebemännern können sie gegnerische Gebäude sabotieren. Klicken ja, das wäre jetzt gut, wenn ich hier mein Dings hätte. Und wählen sie aus der Liste ein Gebäude aus, das sie sabotieren möchten. Ja, okay, dann schauen wir mal nächste Runde. Wird sich dorthin bewegen und versuchen, es zu beschädigen. Die ist ja gar keiner drin. No. Boah. Oh Mann, oh Mann, wie ugly. Oh 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 oh. Nein, 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 haben die jetzt übernommen? Oh, Sachsen, Mann. Sehr doof. Ich habe eine Provinz verloren, eine Homie-Provinz. Ein richtiger Homie. Na, super, ey. Wie hässlich. Jetzt habe ich nur noch diese eine Dings.
Friedensvertrag. Okay, gut. Verdammte Scheiße! Ja, Provinz wurde zerstört, ey. Vernichtet, ey. Boah. Ey, dafür wirst du sterben, Preußen. Boah, boah, boah. Mit irgendeiner Armee, die ich nicht habe, töte ich dich. Oh Mann. Das ist doch voll dumm. Nachos, Marsch. Oh mein Gott, ey. Ich bin so aggressiv. Ja, die tue ich jetzt, Digga. Nur weil ich hier die Pikiniere so sehr mag, schicke ich mal die Pikiniere zum Kampf. Moin, moin. Ich brauche ein bisschen Kavallerie. Oder? Nee, scheiß drauf. Oder? Ja, egal. Brauche ich ja sowieso. So. Hier kann ich nichts bauen. Hier kann ich nichts bauen. Der Attentat wird bestimmt gar nicht funktionieren. Aber scheiß drauf. Attentat erfolgreich. Lol. Egal. Jetzt nehmen wir mal hier den da. So. Vielleicht könnte ich ja Österreich verbinden mit mir. Also mit gegen links Preußen. Das würde eigentlich funktionieren. Ich hab ja nur einen Seitenkrieg. Nur Preußen, das war's. Naja, ja okay, noch Hannover, aber. Hannover ist ja. Ich ja okay. Da war Sachsen schon ein bisschen besser. Ach, Sachsen. Oktoberfest! So. Eine ihrer Seehandelsrouten wird von einer feindlichen Flotte angegriffen. Ohne ihr Eingreifen wird sie den gesamten Schiffsverkehr plündern und sich sämtliche Waren und das gesamte Einkommen unter den Nagel reißen. Ja, das ist sowas von unmöglich, die Türken jetzt davon abzuhalten. Weil, wie soll ich das denn? Ich sag lieber nicht, das Osamische Reich, die Türken, das Osamische Reich davon abzuhalten. Weil die sind sowas von mächtig und ich habe Angst vor denen. Ich bin Pole. Das ist viel zu stark. Was wollte ich mal machen? Oh ja, stimmt. Was für eine Armee haben die denn? Kanonen. Kavallerie. Okay, das könnte funktionieren. Ah, das ist ein Miliz, das ist ein General. Okay, das ist ein Stein. Komm schon, Kapitulation, komm schon. Mach kein. Oh. Ich hoffe mal, ich habe genug Speicher. Ich guck mal, und wenn ich genug Speicher habe, mache ich die Schlacht mit. Wenn nicht, dann sehen wir uns ein anderes Mal.